Ja, hallo ihr Lieben, es ist Christian Schimmer, Paartherapeut, Beziehungscoach, Psychologe und so weiter und so weiter und so weiter. Wenn du das jetzt hörst, kommt wahrscheinlich gerade mein neues Buch raus, Neue Dimension der Liebe, überall, wo es Bücher gibt. Sieh mal zu, dass du noch was von der ersten Auflage kriegst. Ja, neue Kurse kommen raus, Resilienzkurs, Selbstliebe-Challenge, Wohlfühl-Challenge und so weiter. Und lasst mir gerne ein Abo da. Und ich sage das immer viel zu wenig. Oder auch gerne Kanalmitgliedschaft, wenn du sagst, Mensch, Hemschi macht immer so viel Umsonst-Videos. Möchte ich gerne unterstützen, dann sehr gerne. Oh, muss ich mal husten. So, ja, heute haben wir wieder so ein richtiges Gute-Laune-Thema. Ja, ich denke, es geht mal wieder um toxische Beziehungen, aber es gibt ja immer einen speziellen Turn. Heute geht es darum, Beziehungen unter Extremsportlern. Hallo Christian, wenn du auch solche Mails beantwortet haben willst, schauen wir uns mal auf liebische.de, da gibt es so ein Formular. Als erstes möchte ich mich für deine tollen Videos von dir bedanken. Letztes Jahr im Frühling bin ich drauf gestoßen und seitdem hat sich mein Leben zum Besseren gewendet. Ich habe auch den Kurs Umprogrammierung des Liebeschips gemacht, Modul 1. Seitdem weiß ich, welches meine Muster sind. Das hier hatte ich ein Faible für Männer, welche die sportlichen Extrem lieben. Ich bin selber sehr stark im Skibergsteigen und Trailrunning unterwegs. Obwohl ich bereits Fortschritte mit meinem Liebeschip gemacht habe, bin ich trotzdem wieder in eine ähnliche Situation gekommen. Mittlerweile habe ich die Beziehung beendet, aber ich denke, ich bin viel zu lange drin geblieben. Ja, also dieses sehen, was für Muster man hat und das dann umsetzen, das sind halt zwei verschiedene Dinge, aber ist nicht schlimm. Ne? Ich meine, bleib halt dran, guck auch mal die weitere Kursfolge rein und letztlich geht es auch darum, es einfach anzuwenden, was da drin steht. Ne? Aber dann sage ich ja nichts Neues hier. Und mit Extremsport, naja, es ist so, dass in toxischen Beziehungen geht es halt viel ums Ego. Ne? Und nicht nur bei dem Opfer oder nicht nur beim Täter, oder Opfer, wie auch immer, es geht um beides, also es geht natürlich auch um innere Kindanteile, aber es geht eben auch ums Ego, ne? Nicht umsonst geht es da häufig um Menschen, die wir auf den Podest stellen und wo wir sagen, hey, wenn ich schon hier so wenig wert bin, dann will ich wenigstens einen Partner haben, der Status hat, ein toller ist, vielleicht in seiner Polarität ist und was weiß ich. Und da spielt eine Riesenrolle, dass man nicht rausgehen will, ne? Dass man irgendwie denkt, so einen kriege ich nicht wieder, das ist so ein, jemand ganz Besonderes, besonders nett, besonders hübsch, besonders jung, besonders alt, besonders extrem sportlerisch. Und deswegen, ja, kann mir vorstellen, dass das in so Szenen, wo es auch viel ums Ego geht, jetzt ist, ich finde jetzt überhaupt nichts falsch an Extremsport, nicht, dass es mir jetzt falsch versteht, ist auch nicht falsch, dem Ego was zu geben, das haben wir nun mal. Und wenn man sich fragt, ob da auch Ego drin ist, dann muss man sich immer fragen, würde ich es auch auf einer einsamen Insel machen? Wenn man dann sagt, nein, dann hat es irgendwas mit dem Ego zu tun. So, ne? Und dass man halt gut dastehen möchte in der Welt, natürlich auch seine Grenzen spüren möchte. Natürlich gibt es auch persönliche Motivation. Aber wie gesagt, da ist überhaupt keine Kritik dran. Nur deswegen ist es da, ja, kann sein, dass es da mehr ist. Ne? Aber es betrifft beide Teile der Beziehung. Ne? Vielleicht magst du ein Video dazu machen. Mir scheint es, als ob es diese Art von Persönlichkeit im Hochleistungssport überdurchschnittlich oft vorkommen. Naja, das muss ich natürlich sagen, du kommst als Persönlichkeit ja auch vor, ne? Weißt du, wie ich es meine? Also, es ist ja immer Stecker und Steckdose. Es sind natürlich nicht beide gleich in diesen Beziehungen, aber es braucht immer jemand, einen Macher und einen Lasser. So, ne? Und ich meine, toxische Beziehungen gibt es überall. Wie gesagt, ich kann mir schon vorstellen, dass es einen bestimmten Szenarien, habe ich jetzt noch nie drüber nachgedacht, über Hochleistungssport, das mag sein. Kann auch sein, dass es in bestimmten Berufsgruppen das mehr gibt, die so sehr outgoing sind, aber pff, letzten Endes ist es immer der gleiche Scheiß. Ne? Und bringt dann auch nicht weiter. Ne? Im letzten Sommer habe ich einen Elite-Sportler kennengelernt. Also du schreibst auch schon so, ne? Das ist wirklich Podest, 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 Podest. Ne? Das ist jetzt nicht ein besserer Mensch deswegen, ne? Und muss auch gar nicht einen besseren Partner abgeben, so, ne? Aber Leute, denke ich, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ja. Bei welchen sämtliche Red Flags aus deinem Liebeskurs zugetroffen sind. Ich konnte mich bereits nach einem Monat erfolgreich wieder aus dem Dating
zurückziehen, worauf ich sehr stolz bin. Ja, das ist auch super. Einige Wochen danach hatte ich wieder ein Date mit einem Läufer aus meinem Trailrunning-Verein. Auch er ist im Sport extrem unterwegs. Er unternimmt sehr schwierige Touren in den argentinischen Hochebenen. Außerdem ist er auch im Ultrarunning sehr aktiv. Ja, gemeinsame Hobbys ist ja immer gut, ne? Anfangs war er sehr aufmerksam, schickte mir dauernd blumige Nachrichten, wie toll ich sei, nannte mich seine Prinzessin. Oh Gott, geht das wieder los, ey. Leute, wenn das so blumig wäre, ich hätte doch extra mal ein Video gemacht, ne? Die blumige Sprache von toxischen Beziehungen. Also, Leute, ihr könnt echt wegrennen, wenn ihr dieses gesülzige, blumige Sprache hört. Wirklich, meine Prinzessin, ey, was soll der Scheiße, ey. Nach dem dritten Treffen zog er bei meinem Geburtstag alle Register, schenkte mir Champagner, Kleidung und Kuchen. Ich war irritiert, aber auch geschockt. Das ging alles viel zu schnell. Lovebombing, wie ich weiß. Ja, ich sage ja immer wieder, also toxische Beziehungen sind super simpel und irgendwie haben alle diese Menschen Zugang zu dem geheimen Drehbuch von toxischen Beziehungen. Da wird sich sklavisch dran gehalten und im ersten Kapitel steht halt Lovebombing drin, ne? Zusülzen, zuschütten und zweite Kapitel heißt kritisieren. Wollen wir mal gucken, ob das zweite Kapitel auch gelesen wurde. Da er bereits 54 ist, ich bin selber 48, dachte ich, dass er schon wüsste, was er wollte. Ja, aber das muss ja nichts Gutes sein, was er will. Außerdem stammt er aus Argentinien, meine Muttersprache ist Deutsch, wir unterhalten uns in Englisch. Darum dachte ich, es sei vielleicht was Kulturelles. Ich wollte das Dating eigentlich kurz darauf wieder beenden, da ich generell irgendwie ein komisches Bauchgefühl hatte und die Connection zwischen uns irgendwie nicht da war. Aber da er sich so viel Mühe gab, dachte ich, ich sollte ihm eine Chance geben. Außerdem hatten wir viel Spaß. Was mich jedoch bereits nach den ersten Dates irritierte, war der Fakt, dass er immer wieder mein argentinisches Englisch korrigierte. Ja, zweite Kapitel wurde auch gelesen, sehr gut. Das hat mich bereits sehr gestört. Auch sprach er negativ über andere Kollegen in unserem Verein. Ja, gut. Er sprach auch bereits sehr früh von Heirat, sprach mich mit Wife an. Ja, das sind wir schon beim dritten Kapitel. Fast Forwarding. Ich sag ja, diese Leute sind einfach, sie müssen alle das gleiche Buch haben und sie halten sich sklavisch an immer den gleichen Ablauf. Das ist so geil, wirklich. Deswegen, meine Arbeit ist total simpel. Es ist einfach, es ist immer das Gleiche. Wirklich. Auch erzählte er mir, dass er schon lange auf mich stehe. Ja, ist klar. Mhm. Aber sich nicht getraut hätte, mich anzusprechen. Jetzt sag nicht auch noch, dass du ihn auch noch angesprochen hast. Dann kriege ich aber einen zu viel hier, ey. Als er mich zum ersten Mal gesehen hätte, hat er gleich gedacht, das sei die perfekte Frau und er wolle alles richtig machen. Ja. Mhm. Okay. Der erste Schock kam nach 1,5 Monaten. Oh, okay, jetzt haben wir eine kleine Abweichung, weil normalerweise kommt der erste Schock nach 3 Monaten, aber gut. Ich hatte ihm erzählt, dass ich bereits anderen aus dem Verein von uns erzählt hatte. Oh, das darfst du natürlich nicht, weil dann ist ja der Harem gefährdet, ne? Hatte ich ja neulich auch ein Video zu gemacht. Also der Harem darf natürlich nicht gefährdet werden. Ich meine, du darfst ihm gern zur Verfügung stehen, aber es soll natürlich nicht öffentlich sein, weil dann haben wir ja keine Drecksdreiecke überall rumfliegen und ja, das geht ja alles nur um Dreieck, ne? Um Viereck, um Fünfeck und natürlich, das ist ja völlig logisch, dass du da nicht sagen darfst, dass, ich meine, ihr heiratet zwar, aber natürlich darfst du nicht sagen, dass ihr zusammen seid. Ich meine, das wäre, wo kommen wir denn da hin? Also wirklich, ne? Er wurde abweisend und kalt. Okay, jetzt haben wir die Kälte, sehr gut. Am nächsten Tag sagt er mir, dass er ab und zu sich fühle, als wäre er in einer neuen Situation gefangen. Oh, Gottes Willen. Ja, jetzt wird schon wieder langweilig. Es ist halt schon wieder, die 100 Tage sind bald rum. Mich hat diese Ausdrucksweise geschockt. Was heißt gefangen? Ich sagte ihm, dass er gerne jederzeit wieder gehen könnte. Nee, darum geht's ja nicht. Du sollst ja zur Verfügung stehen für Nebenleistungen, ne? Bunga, Bunga und Aufmerksamkeit, das soll ja alles, du sollst ja nicht gehen, du sollst gefälligst deine scheiß Aufgabe erfüllen, in einem Vieleck. Ja, gehen hat ja keiner von geredet, ne? Wenn ihm langweilig ist, dann sollst du natürlich ein bisschen mit ihm rummachen, wenn er gerade nichts anderes zu tun hat und ihn toll finden und ja.
Am Tag darauf meinte er, dass er es positiv gemeint hätte und es nur die falsche Ausdrucksweise gewählt hätte. Ja, jetzt gehen wir schon Richtung Gaslighting. Okay, ist, haben wir ja alles am Start hier wieder. Aber ich bin mir sicher, dass er es genauso so negativ gesagt hatte. Hier werden Fakten bereits verdreht. Ja, schreibst du selber Gaslighting. Auch zwischendurch sagt er immer wieder irritierende Dinge, wie ich sei leicht zu manipulieren. Ja, aber vielleicht sogar was Wahres dran, ne? Als ich ihn darauf ansprach, verdrehte er es immer wieder und meinte, er hätte es ganz anders gemeint. Ja, also jetzt geht's, läuft schon immer mehr aus dem Ruder, ne? Jetzt werden die Grenzübertritte größer. Und ja, das ist, was soll man dazu sagen? Aber es ist natürlich so, dass auf der Pluspol-Seite, also muss ich zu meinem, muss ich wirklich sagen, ich kämpfe da bis heute gegen an, gegen so eine unglaubliche Naivität. Ich habe das teilweise auch noch manchmal mit Geschäftspartnern, dass ich immer noch denke, irgendwie gesprochenes Wort wird irgendwas zählen in unserer heutigen Welt oder keine Ahnung. Also ich kämpfe da auch bis heute gegen an, gegen diese Naivität. Ich habe keine Ahnung, wie man die abstellen soll, wirklich. Aber ich arbeite auch dran. Generell merkte ich, dass er ein großes Bedürfnis nach Macht und Kontrolle hatte. Was mich mit der Zeit jedoch extrem irritierte, war, dass er mich jedes Mal beim Bunga fragte, ob wir einen Porno schauen können. Lustig. Ist ein richtig guter Catch, den du da hast. Super. Ja, aber ich meine, das hat alles Gründe. Ne? Jetzt bist du wahrscheinlich jetzt schon nicht mehr interessant genug. Also wahrscheinlich nutzt er das ziemlich viel, zu viel wahrscheinlich. Und eine echte Frau reicht als Stimulation nicht aus. Und da muss natürlich dann auch Pornos geguckt werden. Und was noch, muss auch noch gefesselt werden und gewürgt. Und keine Ahnung, was muss jetzt noch alles kommen, ey? Oh Gott, ich kann diesen Scheiß nicht mehr hören, Leute. Ich bin zu alt für sowas, ey. Es wurde wirklich auffällig. Irgendwann fragte ich ihn direkt, ob ich ihm nicht genug sei. Ja, gute Frage, aber was willst du jetzt? Natürlich bist du ihm nicht genug. Keiner ist ihm genug. Ne? Weil das Ego ist nie satt. Ne? Hat mit dir gar nichts zu tun. Und was er sich überhaupt beim Sex vorstelle, während er mit mir schliefe. Er meinte daraufhin, dass ich immer Teil der Fantasien gewesen sei. Immer ein Teil, das ist doch schon mega, ey. Läuft. Mich turnte dieses Verhalten extrem ab. Meine Gefühle wurden ihm auch immer kälter. Wenn ich mit ihm schlief, hatte ich nicht das Gefühl von vertrauter Verbundenheit, sondern fühlte mich wie in einem Porno. Mhm. Ja, ich meine, wir müssen das jetzt alles nicht bewerten. Das ist einfach irgendwie so eine Ego-Beziehung. Ich meine, was soll man dazu sagen? Das ist halt, hat mit Liebe nichts zu tun. Das ist einfach, ich sag immer, letzte Zeit sage ich ja gern Müllbeziehung. Das heißt jetzt aber nicht, dass ihr keine wertvollen Menschen seid. Ja, natürlich auch nicht. Aber das ist doch Müll alles. Also ich weiß nicht, das ist einfach Zeitverschwendung und das gibt es übrigens auch für Männer. Also ich habe auch schon Beziehungen gehabt, wo ich mich objektifiziert gefühlt habe. Sollte man nicht meinen, dass es Männer auch geht, aber es geht. Oh, einmal fragt er mich beim Sex, ob wir, man, das Wort kann ich jetzt nicht aussagen, wird mein Video wahrscheinlich entmonetarisiert, ob wir etwas spielen können, was so in Richtung Sex ohne Einwilligung geht. Ja, ich meine, Leute, wenn ihr auch sowas, ich meine, soll der Leute geben, die an sowas Spaß haben, macht es. Aber wundert euch da nicht, dass die Beziehungen toxisch sind, ne? Also ehrlich. Wie gesagt, jeder hat so seine Fantasien, ne? Und wenn der Rest der Beziehung stimmt, ja, gut. Aber hier stimmt ja nichts, hier stimmt einfach gar nichts. Und wenn jemand schon irgendwie nach ein paar Wochen, das hatte ich neulich auch mal in so einem Live-Call, wenn jemand nach ein paar Wochen schon ankommt oder gleich am Anfang der Beziehung, ja, ich habe übrigens diese abwegigen sexuellen Fantasien und das gleich schon diese Bühne so setzt, das ist jetzt überhaupt das Wichtigste, was wir hier machen, ne? Dass du irgendwie Taucheranzüge anziehst und
keine Ahnung, rumfiebst wie ein Hamster oder irgendwie sowas, ne? Ja, dann weiß man schon, worum es geht. Dann geht es nicht um Seelenverbundenheit, sondern ja, um das halt, ne? Ich meine, wenn ihr Bock drauf habt, macht es, ne? So, ich mache sowieso alle, was sie wollen. Ich habe das ja auch immer wieder in meiner Arbeit, dass den Leuten sagen, ja, das ist so und so, mach das und das. Nö. Gefühle sind zu stark, mache ich nicht. Macht, 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 macht. Ist euer Leben, ne? spätestens hier danach war ich völlig abgeturnt. Der Bunga mit ihm war völlig objektiviert. Ich sprach ihn direkt auf das Thema an, meinte, dass diese Art von Beziehung für mich nicht funktioniert. Ja, das musst du gar nicht reden. Da geht man einfach. Was willst du denn da reden? Ne? Daraufhin meinte er, dass er dies genug gemacht hätte, um nicht wieder bei mir auszusehen. Ja, also hier spätestens hier weißt du, dass er einfach lügt wie gedruckt und ja, Gaslighting des Grauens macht. Ich meine, wo soll das hinführen? Lohnt sich da gar nicht, das ganze Ding hier vorzulesen, weil es geht immer den gleichen Ablauf, geht immer den gleichen Gang. Und man muss irgendwann mal, ich meine, das ist, also dem Punkt, ich meine, ich weiß auch, wie schwer das ist, ne? Ich verstehe das jetzt, aber dem Punkt kann ich niemanden abnehmen. Das, irgendwann hat man das Wissen und dann muss man es auch umsetzen. Das ist so, wie wenn du rauchst und dein Arzt sagt, ja, sorry, deine Lunge sieht aus wie ein Kohlekraftwerk irgendwie. Ja, und dann liest man ein Buch über, was ist nicht gut am Rauchen und stellt dann fest, Rauchen ist eigentlich gar nichts gut. Ja, aber irgendwann muss man an den Punkt kommen, wo man es auch lässt, wo man die Kippen weglegt, ne? Und da bist du jetzt, ne? Und sich mal andere Menschen sucht zum Daten, so, ne? Ich weiß, das ist schwierig, ich verstehe das absolut, das ist schwierig, aber it's up to you, ne? Er sei nur ein eher konservativer argentinischer Hochebenen-Nerd, der für seine Frau fürs Leben gefunden hätte. Ja, deswegen darf es auch keiner wissen, ne? Bei euch da im Verein. ich habe ihm keine Sekunde geglaubt. Für jedes Thema hat er eine Ausrede parat. Generell war er sehr auf mein Aussehen funktioniert. Machte viele Bilder von mir. Ja, du bist halt ein Objekt, ne? Einmal meinte er zu mir, dass er mich für einen paar Kilos mehr auch noch lieben würde. ja. Aber falls er mich abnehmen würde, würde ich noch mehr lieben. Ja, das, ich meine, ich kann da noch nicht mal mehr drüber lachen. So ist das halt. Irgendwann heißt es, du hast deine Mutter mal zu viel oder keine Ahnung, du hast zwei Haare zu viel auf dem Kopf. Oder die Liste wird, hatte ja mal jemand, ne? Wir hatten eine Liste von 48 Sachen, die man abstellen sollte, körperlichen wohlgemerkt. Ich habe die Welt nicht gemacht und ihr entscheidet, wen ihr datet. Wir sind heute nicht mehr in der Zeit, dass das irgendjemand für uns vorgibt und ihr, jeder da draußen, entscheidet persönlich, wen er datet. Und dafür müsst ihr Verantwortung übernehmen, ne? So ist es, ne? Er sagt immer wieder Dinge, die total verletzend waren. Ja, ach Gott. Gut, kommt noch irgendwas Neues. Ja, seine Ex-Frau war natürlich auch scheiße, klar. Ist ja immer ein Opfer. Alle Menschen sind immer Opfer. Ne? Er selber sei ein friedliebender Mensch, der mit Drama gut umgehen könnte. Ja, bestimmt hat er auch. Das ist ja immer so, das ist ja auch so ein Gaslighting, ne? Man selber benimmt sich komplett daneben und wenn der andere dann Drama macht, dann sagt er, dann bist du noch die Drama-Queen, ne? Ja. Aber du datest ihn, ne? Bei seinen ganzen Erzählungen war er immer Opfer, ja gut, da müssen wir gar nicht drüber reden, ne? Als ich mich anfing, von ihm zu distanzieren, wurde er wieder aufmerksamer. Ja, jetzt geht's, wird das wieder zurückgeblättert im Buch, jetzt geht's wieder los. Bei Kapitel 1 kennen wir ja alle, ne? Ja. Wieder blumige, seichte Komplimente. Man hätte die Komplimente an jede Frau schicken können. Ja, macht er bestimmt auch. Alles wirkte so oberflächlich. Als ich aufhörte, auf seine Worte zu hören, nur auf seine Taten schaute, wurde vieles klarer für mich. Aber ich finde es extrem schwierig, schnell aus so einer solchen manipulativen Beziehung wieder rauszugehen. Vor allem, wenn es jemand ist, der so gut reden und manipulieren kann.
Ja, aber ich meine, ich will das jetzt wirklich niemand von euch anträgern, aber ihr guckt ja meistens weitestgehend lange schon meinen Kanal, so, und du wahrscheinlich auch hier, und ja, du könntest jetzt auch sagen, es ist schwierig, meine eigenen Muster abzustellen, es ist schwierig, mich nicht manipulieren zu lassen, ne, weil das, der zeigt einfach nur auf, wo deine Rüstung noch Lücken hat, ne, dieser Mann, ne, klar ist das total nervig und ist da oberflächlich und, aber stimme ich jetzt nicht falsch, dass du ihn auswählst, hat vielleicht auch was Oberflächliches. Sage ich jetzt auch als jemand, der auch in seinem Leben schon oberflächliche Wahlen getroffen hat. Wie gesagt, das ist keine Kritik, ist einfach nur ein Feedback. Und such den Schlüssel bei dir, nicht bei anderen Menschen. Die kannst du sowieso nicht ändern. Und ja, das ist ganz klassische toxische Beziehung. Und du machst, was du machst, aber das ist Teil des Weges. Ne? Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Dass du zu lange wartest, obwohl du, also guck nochmal auf deine Standards- und Dealbreaker-Liste, die ist ja im Modul 1, ist das ja dabei, das Thema. Und ich vermute mal, du hältst, du hast entweder nicht genug Dealbreaker draufgeschrieben oder du hältst dich nicht dran, dass es Dealbreaker sind, weil hier sind x Dealbreaker passiert in dieser Beziehung und du bist bei keinem rausgegangen. Also entweder stehen die Sachen nicht auf deiner Dealbreaker-Liste drauf, so ungerechtfertigte Kritik und abgedrehte Sexualität und was weiß ich. Also wenn das bei dir nicht draufsteht, dann schreib's drauf. Dann hast du das noch nicht gemacht. Und wenn es draufsteht, hältst du dich nicht dran. Weil es ein cooler Typ ist. Da musst, also du bist ja auch nur ein Beispiel für viele. Also ich verstehe das absolut. Das Teil dieser Pluspol-Problematik, dass man zu viel drauf gibt, wie Leute aussehen, ob sie cool sind, ob man sie auf den Podest stellen kann, was natürlich auch mit eigenen Unsicherheiten zu tun hat, aber das ist der Grund. Ist eigentlich ganz einfach, wenn man es mal verstanden hat, aber es ist ja wie alle einfachen Dinge im Leben, ist dann letztlich doch nicht einfach so, ne? Also, bleib dran, sei strenger und wir sehen uns bald wieder.